Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe mir heute mal wieder Ellen eingeladen und heute haben wir uns gedacht, machen mal wie so ein kleines Interview, vor allem auch so mit Hinblick auf das kommende Jahr 2024, denn viele von euch interessiert mit Sicherheit, ja, was sind denn so die Erwartungen an das nächste Jahr? Welche Sektoren könnten gut laufen? Welche speziellen Aktien? Und natürlich gibt es auch noch ein anderes Thema, worauf wir immer wieder mal angesprochen worden sind, denn ihr wisst ja mittlerweile, seit über einem Jahr ist ja Alan hier ein regelmäßiger Gast, aber viele von euch wissen ja auch, dass er früher mal bei Max Otte gearbeitet hat, ist ja eine sehr polarisierende Person, die auch sehr bekannt ist und da war natürlich immer wieder mal die Frage dann auch in der Kommentarsektion, warum er dort nicht mehr ist und da haben wir jetzt gesagt, damit nicht immer wieder die Fragen aufkommen, da gebe ich dann auch mal gleich den Ball an dich ab. Genau. Erzähl einfach mal kurz, was hast du früher bei Max Otte gemacht und wie ist es dann dazu gekommen, dass du eben dann nicht mehr dort bist? Ja. Genau. Hallo Daniel und hallo liebe Community. Also ich war von 2017 bis Sommer letzten Jahres bei Max Otte, also gute 5 Jahre. Und ich habe erstmal angefangen als ja, Junior-Aktienanalyst, schwerpunktmäßig, aber auch mit ein bisschen Projekten drumherum. Also ich habe im Börsenbrief der Privatinvestor teilweise mitgeschrieben, aber auch eher so beratend und als Ideengeber fungiert, auch nochmal Inhalte so ein bisschen gegengeprüft und solche Sachen, hatte auch Endkundenkontakt, habe da auch als Antwortgeber fungiert und mit der Zeit bin ich dann, habe ich mehr Verantwortung bekommen, habe auch erste Portfolioverantwortung gehabt, später auch ein bisschen mehr und war auch am Ende Chefanalyst und Prokurist. Und ja, nach 5 Jahren haben sich unsere Wege getrennt. Also ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass das überhaupt nichts mit der Person Max Otte zu tun hatte. Also was er privat macht, ist auch sein Privatvergnügen, das interessiert mich nicht. Ich habe versucht, mich halt nur aufs reine Geschäft zu konzentrieren. Und ja, der entscheidende Grund, warum wir dann auseinandergegangen sind, das waren letztendlich fachliche Differenzen. Also wir waren uns nicht einig darüber, wie, also welche Aktien, welche Assetklassen auch teilweise über Aktien hinaus in den Fonds drin sein sollten, wie die einzelnen Gewichtungen sein sollten. Und es gibt ja dieses Sprichwort mit mehreren Köchen in der Küche, was dann passiert. Und genau das war jetzt hier so zutreffend. Und mehr ist da eigentlich zu dem Thema nicht zu sagen. Also einfach fachliche Differenzen und ja, gerade beim Anlegen ist das natürlich nicht gerade hilfreich dann, wenn der eine sagt, ich möchte die Strategie oder die Aktien, Asset-Klassen und ja, dass es dann natürlich auseinandergeht. Ist natürlich dann komplett nachvollziehbar. Also ich hoffe, das reicht euch soweit dann als Antwort, weil eben immer wieder mal so die Frage aufgekommen ist, woran es denn gelegen hat im Endeffekt. Und nun wissen wir da eben auch Bescheid. Genau. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir rekapitulieren mal noch so ein bisschen das Jahr 2023, bevor wir dann mal so in das Jahr 2024 blicken. Sag mal, wie hast du das Jahr 2023 gesehen? Was waren so für dich die großen Überraschungen? Hättest du mit so einem starken Jahr, ich meine, klar, es sind noch ein paar Wochen, aber es geht jetzt so gemächlich dem Ende entgegen. Die Zeichen sind so ein bisschen auf Endjahresrallye aktuell gestellt. Was waren so deine größten Überraschungen oder wie war für dich allgemein so das Jahr 2023 an der Börse? Also die ersten Sachen, die mir so in den Sinn kommen, das sind natürlich einmal die Zinserhöhungsperiode weiterhin, vor allem im ersten Halbjahr. Und im Sommer hat es ja dann zumindest in den USA aufgehört, in Europa dann ein paar Monate später. Dann das zweite große Thema war für mich eher, also klar, es gab die große Tech-Rallye, aber hauptsächlich getragen von den ja, großen Werten. Und die aber wiederum dann dazu geführt haben, dass der S&P 500 und der Nasdaq halt so stark oder recht stark gestiegen sind und bereinigt um diese Werte war dann die Performance eigentlich gar nicht so gut, was dann, sage ich mal, ein herausforderndes Umfeld für Stockpicker ist. Also ich bin ja selber auch ein Stockpicker, du ja auch, Daniel. Und da gab es halt viele Titel, die einfach gar nichts gemacht haben, also die völlig abgewichen sind von der weiten Performance. Und ein dritter Punkt, der für mich noch, der mir so in Erinnerung geblieben ist, der aber gar nicht mehr so thematisiert wird, ist, dass die Energiepreise teilweise extrem auf die Mütze bekommen hatten. Also wir vom Hoch vom letzten Jahr bei
120 US-Dollar, glaube ich, war der Ölpreis. Wir waren ja schon mal im 60er-Bereich dieses Jahr. Das ist ja schon ein 50-prozentiger Absturz. Ist nicht ganz ohne. Aber ja, zum Glück, beziehungsweise ich habe es auch so erwartet, haben sich die Preise recht schnell wieder erholt und stabilisiert, irgendwo in der Mitte, um die 80 bis 90, je nachdem, an welchem Tag man schaut. Und das sind aus meiner Sicht sehr attraktive Niveaus eben für diesen Sektor, aber da kommen wir dann gleich nochmal gesondert hinzu. Und Ja. viertens war ja noch im März die temporäre Bankenkrise in den USA, die eigentlich auch schon irgendwie fast jeder vergessen hat, über die redet man gar nicht mehr. Ja. Wenn man aber jetzt sich nochmal da Gedanken drüber macht, man hat ja vor dem oder am Anfang dieses Zinserhöhungszykluses hat man ja gesagt, steigende Zinsen sind gut für Banken, weil die niedrigen Zinsen vorher schlecht waren, so ungefähr, ne? Ganz vereinfacht gesagt. Wenn man sich aber jetzt von den großen Banken die Charts anguckt, einfach mal, dann stellt man fest, dass fast alle irgendwie am Boden liegen. Also so gut kann das dann doch nicht gewesen sein. Ja, das war wirklich so eine interessante Thematik. Glaubst du, das ist bei den Banken so das Thema zu Ende? Man hatte ja so Angst, dass es dann sowieso ein Dominoeffekt kommt, dass so eine nach der anderen, weil eben dann war es ja in relativ kurzer Zeit, dass dann so zwei Banken ja auf einmal eben sehr schlechte Nachrichten zu verzeichnen hatten. Glaubst du, das ist schon vorbei oder könnte da doch noch irgendwie was im Hintergrund kommen? Weil die ersten haben ja dann auch gerufen, Deutsche Bank sieht auch nicht so gut aus, Deutsche Banken im Allgemeinen. Glaubst du, da kommt noch was? Also die europäischen Banken haben sich ja auch irgendwie erstaunlicherweise besser entwickelt. In den USA war ja das Thema mit dem Gewerbeimmobiliensektor, das ist ja immer noch da, das ist ja nicht gelöst. Und ich denke mal, es steht jetzt akut erstmal nichts Größeres an, aber es kann halt immer mal wieder passieren, dass irgendein, ja, irgendwelche Bauträger oder Büroimmobilien plötzlich vermelden, dass denen das Licht ausgeht, ne, weil aus irgendwelchen Gründen die Mieter wollen nicht mehr so viel Miete zahlen oder sowas wie WeWork ist ja letztens WeBankrupt gegangen. Und das kann dann immer mal wieder so zu kleineren Turbulenzen führen, wenn das ein größerer Mieter bei einem auf der Liste ist. Und da kommt dann wieder dieser bekannte Domino-Effekt eben ins Spiel. Deswegen halte ich mich grundsätzlich vom Bankensektor fern, auch wenn die großen Banken jetzt sogar eher Profiteure waren, weil die haben ja enorme Zuflüsse bekommen, ne? Also viele sind ja von den kleinen Banken weggegangen aus Angst, dass das eventuell das nächste Geldhaus ist, welches umkippen könnte. Da, daraufhin mussten die kleinen Banken ihre Einlagenzinsen extrem anheben für die Kunden, was wiederum die Zinsmarge zusammengedrückt hat. Und die großen Banken mussten das nicht machen, weil denen ist das Geld quasi kostenlos zugeflogen. Und trotzdem läuft es nicht so richtig rund. Und wir sehen ja auch, dass schon der Peak bei der Zinsmarge Ende letzten Jahres war im Q4. Das heißt, da ist man auch schon eher auf dem absteigenden Ast und es sind einfach viel zu viele Unbekannten da. Und was mir halt fehlt, ich schaue immer gerne auf Chance-Risiko-Verhältnis. Ich sehe jetzt keine Chance einfach. Also selbst wenn ein Risiko nicht eintritt, ist das Beste, was passieren kann, eben, dass nichts passiert. Und das ist nicht attraktiv genug, aus meiner Sicht aktuell. Also wenn, dann müsste man schon nochmal so einen Einschlag haben, um sich danach nach den besseren Unternehmen umzusehen. Aber jetzt aktuell würde ich mich da erstmal raushalten. Ja, der Bankensektor ist echt eine Sache für sich. Also ich mache auch einen weiten Bogen drumherum. Einige haben ja vor allem in dieser Berichtssaison auch sehr positiv überrascht. Ich glaube auch JP Morgan war ja wirklich wieder ganz vorne mit dabei, so bei den guten Zahlen. Aber es ist schwierig zu greifen, ja. Also ich selber tue mir da auch mordsschwer dann, ja. Aber hättest du jetzt am Anfang des Jahres, wenn dir jetzt jemand am 1.1.23 gesagt hätte, wie das Börsenjahr wird, was hättest du da gesagt? Wäre positiv oder eher negativ? Also hatte dich das jetzt überrascht, dass es jetzt auch so gut dann war? Also mich persönlich hat es extrem überrascht tatsächlich, ja. Also bezogen auf die Indizes hat es mich auch überrascht. Wenn man jetzt aber die paar großen Werte außen vor lässt, ist ungefähr das eingetroffen, was ich erwartet habe. Allerdings ist Okay. die Gewichtung halt nicht ganz so hoch, ne? Und Ja. man muss halt unterscheiden zwischen den Indizes und tatsächlich dem, was sonst noch dahinter kommt. Und da ist in vielen Genau, Fällen ja. gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Auch die Konsumwerte, Ja. die dürften viele überrascht haben, dass die so auf den Deckel bekommen haben. Das waren ja immer so die Resistenten, die Rezessionsaktien hat man die auch teilweise genannt, weil so getrunken und ja, geputzt, gewaschen und gepflegt wird ja immer irgendwie. Ja, aber da waren die Bewertungen halt hoch und viele dieser Unternehmen haben halt auch
ja, etwas gehebelte Bilanzen, das korrigiert sich einfach aus. Da wird jetzt natürlich keiner pleite gehen, also da muss man jetzt keine Angst vor haben, aber auch da gibt es immer mal wieder Korrekturen zwischendurch, das gehört dazu. Ja, das hat mich tatsächlich dann gar nicht so überrascht, weil wir hatten ja eigentlich dasselbe Szenario schon 2020 in der Corona-Krise, also diese Wachstums- und Tech-Werte extrem stark gestiegen sind. Für viele Dividendenanleger war ja 2020 ein Jahr zum Vergessen teilweise, weil gerade diese Unternehmen dann extrem schwach gelaufen sind. Also das ist oft so der Fall eben, dass diese ja Krisenresistenten halt, wenn gerade mal keine Krise an der Börse ist, dann eben nicht gut laufen und die halt teilweise wirklich absurde Bewertungen hatten, ja. Also solche normalen Lebensmittelkonzerne, die quasi Nullwachstum haben, hatten irgendwie Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die weit über Microsoft oder Alphabet Ja, gelegen haben, die auch noch sehr viel weniger Geld verdienen halt, ja. Also es hat halt auf vielerlei Hinsicht keinen Sinn dann einfach gemacht, ja. Deswegen hat mich das dann tatsächlich gar nicht so überrascht. Und ich glaube, viele haben das dann halt auch nicht so mitbekommen, die halt nicht nur im Stockpicking dann halt tätig sind, weil ja viele auch ETFs dann einfach besparen. Und gerade so ein Nasdaq-ETF, also der hat dieses Jahr natürlich schon geschmeckt, wenn man den im Depot dann hatte, ja. Also ich weiß nicht, ob er jetzt aktuell bei 40%, aber müsste aktuell wieder so bei ungefähr 40% plus year to date liegen oder sogar noch mehr, weil vor allem jetzt auch die letzten Tage noch sehr stark waren, ja. Aber dann würde ich sagen, gucken wir doch mal ins Jahr 2024. Was sagst du, welche Sektoren sollte man da im Auge behalten? Also welche werden für dich können positiv, auch negativ überraschend sein? Was glaubst du, wo geht da die Reise so für bestimmte Sektoren dann hin? Genau, wir können ja mal mit den Favoriten, mit den Top-Sektoren anfangen, aus meiner Sicht. Also Punkt 1 nach wie vor, das habe ich schon, glaube ich, öfters mal hervorgehoben, das ist immer noch Energie. Und zwar deswegen, weil Energie für mich die neuen Konsumwerte sind. Energie wird immer gebraucht, denn der Energiebedarf, der geht auch nicht zurück, sondern der wächst tendenziell noch eher. Und selbst in Krisenzeiten fällt der Energiebedarf nicht rasant ab. Und zudem haben wir jetzt halt eben die Situation, dass viele Energieunternehmen wenig investiert haben, ne, aufgrund der ganzen ESG-Geschichten, aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten. Jetzt sind sowieso auch noch die Zinsen oben, dann ist es noch schwerer, ja, sich rechnende Projekte zu kommen quasi. Und deswegen macht man nur eher so eine Bestandsverwaltung. Und die Kehrseite davon ist eben, dass die Ausschüttungen ziemlich hoch sind. Und die Bewertungen sind immer noch niedrig, weil viele Fonds nicht investieren wollen oder dürfen, um sich nicht zu beflecken quasi nach außen hin. Und besonders hervorheben möchte ich da Öl und Kohle insbesondere. Genau, und hohe Ausschüttung, genau, sie werden weiterhin gehasst. Und da kann man auch so ein bisschen die Analogie zu Tabak ziehen. Vor 20 Jahren, 25 Jahren wollte auch keiner im Depot haben, hat jeder als sterbende Branche gesehen. Dabei würde ich aber jetzt sagen, dass Öl und Kohle noch wichtiger sind, noch unverzichtbarer sind als Tabak, auch wenn man da jetzt natürlich mit der Sucht argumentieren kann, im letzteren Fall. Ohne Öl und Kohle wird es auf absehbare Zeit nicht gehen. Da sollte man schon realistisch bleiben, wenn man den Lebensstandard zumindest aufrechterhalten möchte. Und deswegen ist das für mich das A und O eines jeden Fundaments. Und sowohl bei mir persönlich als auch in meinem Abonnentenbereich sind viele Titel eben aus diesem Sektor, aus dem Energiesektor. Und an zweiter Darf Stelle, ich mal kurz ja, einhaken noch? klar. Wie siehst du denn, weil gerade dieses Jahr haben ja auch die erneuerbaren Energien extrem hart auf die Mütze bekommen und für mich auch größtenteils gerechtfertigt. Ja, also wenn ich mal so in den Bereich Solar gucke, Wasserstoff, bei Wasserstoff gibt es für mich eh keine wirklichen interessanten Player aktuell. Also wenn wir jetzt mal so die Wasserstoffproduzenten außen vor lassen, wie eben eine Linde, Air Liquide oder so. Wie siehst du denn die erneuerbaren Energien? Wird es da nächstes Jahr, gibt es da Chancen auf ein Comeback? Gibt es da vielleicht auch einen Bereich, den du deutlich interessanter findest als andere? Weil man hat gesehen, im Solarbereich, es brechen die Margen weg. Im Wasserstoffbereich wird überhaupt kein Geld verdient. Die haben teilweise negative Roherträge oder halt Rohverluste. Ja, das ist halt absurd teilweise. Wie siehst du so Bereich erneuerbare Energien? Weil du hast ja jetzt gesagt, eben so hauptsächlich Öl, Kohle, das sind natürlich schon so die alt Eingesessenen, ja, wie siehst du den Bereich? Also ich sag's mal ganz platt, das ist totaler Schrott. Und ich kann noch weiter ausführen, selbst wenn das jetzt weiter gedreht wird, dieses Rad, ja, also wenn man weiter Windmühlen aufbaut und Solarpaneele und so, du brauchst trotzdem Öl und Kohle, um diese ganzen Sachen zu erstellen.
Das heißt, egal für welchen Weg du dich entscheidest, brauchst Öl und Kohle. Weil du Hm. musst die Traktoren bewegen, du musst gewisse Erze aus dem Boden holen, du musst die verarbeiten, du musst sie dann irgendwie zusammenschmelzen, transportieren auch nochmal an den Aufbauort. Und das geht alles ohne Öl und Kohle heutzutage zumindest noch nicht. Es gibt ja diese Überlegungen, dass man Stahl mit Wasserstoff erstellen kann, aber es gibt jetzt ein Unternehmen in den USA, was wohl dabei ist. Aber diese Produkte sind deutlich teurer und diese ganzen erneuerbaren Firmen, die kriegen ja schon flackernde Ohren, wenn die hören, dass die Preise wieder steigen und dass es teurer wird, ne? Also die haben sich vorher schon kaum gerechnet und wenn es dann noch teurer wird, die Subventionen gleichzeitig aber niedriger ausfallen, die Bettelei wieder losgeht, dann das rechnet sich vorn und hinten einfach nicht in der Breite und deswegen würde ich da weiterhin einen großen Bogen drum machen. Und mir ist das egal, ob die Aktien dann um 20 oder 50% unten sind, solange der Free Cashflow rot ist, solange man hochgradig abhängig von Subventionen ist. Nee, passt einfach nicht. Und die Bewertungen sind ja auch nicht niedrig, wenn man ehrlich ist. Ja, also Energie, ja, aber wirklich nur in Teilbereichen, weil sonst das ist wirklich ein Thema, das man genau kategorisieren muss, genau, ja. Welchen Sektor findest du sonst noch interessant? Also ich habe mir so eine in Vorbereitung auf unser Gespräch so eine Überschrift überlegt, einzelne Picks in schwierigen Branchen. Das können wir jetzt mal auf zwei Beispiele runterbrechen. Also Gerne, ja. beispielsweise Gold und Silber sind ja einerseits, sage ich mal, sehr beliebte Sektoren bei Privatanlegern, aber die sind gar nicht so einfach. Also oftmals hat man ja da auch Kostendruck. Viele im Silberbereich vor allem, viele Unternehmen ächzen und krächzen und sind gerade so profitabel, falls überhaupt. Auch große Spieler haben Schwierigkeiten, teilweise eine schwarze Null zu präsentieren, obwohl der Silberpreis deutlich über 20 Dollar ist. Und da macht man sich noch gar keine Gedanken um Expansionsprojekte und um Investitionen für die Zukunft, um die Reserven groß aufzufüllen. Also aus meiner Sicht ist der Silberpreis einfach viel zu niedrig und der wird früher oder später eine Marktbereinigung erzwingen. Und da ist es dann durchaus sinnvoll, sich nach Produktionskosten aufzustellen, also nicht denjenigen auszuwählen, der den bekanntesten Namen hat oder der vielleicht die größten Produktionsvolumina an die Oberfläche befördert, sondern tatsächlich ganz hart nach Produktionskosten zu gehen, da auf sicher zu spielen und abzuwarten, bis diejenigen mit den hohen Kosten weiter in die Ecke gedrängt werden, es vielleicht zu Fusionen und Übernahmen kommt oder einige den Betrieb ganz einstellen oder zumindest temporär einstellen, weil die dann sagen, die Projekte rechnen sich gar nicht mehr, wir machen nur Verluste und es ist günstiger, rumzusitzen und gar nichts zu machen. Dann fallen die Verluste geringer aus und früher oder später wird sich das dann in steigenden Preisen wieder ausdrücken. Und der zweite Untersektor oder zweite Sektor, den ich durchaus interessant finde, das sind Büroimmobilien. Mag ja auch aktuell keiner, weil man hat ja so immer noch dieses Homeoffice-Gespenst vor sich herumfliegen. Also wir beide sitzen ja jetzt quasi im Homeoffice, aber Büros werden trotzdem weiterhin gebraucht. Und vor allem in den USA, wo der Sektor sehr angeknackst ist, haben aber doch sehr viele Firmen 3, 4 oder sogar 5 Tage Wochen im Büro wieder verkündet. Und im Endeffekt, ob du ein, zwei, drei oder wie viele Tage auch immer du im Büro bist, das Büro wird so oder so gebraucht und die Miete wird dadurch nicht geringer ausfallen und nicht viel geringer. Klar, natürlich braucht man dann etwas weniger Bürofläche, aber das Ganze wird einfach nicht verschwinden. Nur die Krux in der ganzen Sache liegt darin, dass man sich anschauen muss, wo die Büros liegen. Viele Büros sind ja an der Ost- und Westküste, wo die großen Innovationszentren sind, wo die großen Metropolen liegen. Und genau da würde ich mich zum Beispiel fernhalten, weil da gibt es ein Überangebot und da müssen auch die Mieten teilweise gesenkt werden, damit die Mieter überhaupt bleiben. Völlig unattraktiv. Und diese Unternehmen, die da aktiv sind, haben zudem auch noch sehr hohe Schulden. Und ich hatte vor paar Monaten habe ich mal eine Studie gebracht, da habe ich einen Immobilienwert tatsächlich gefunden, also Büroimmobilien, der im Sunbelt-Sektor aktiv ist. Und wenn man sich da noch ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, dann stellt man fest, dass in den USA jetzt so eine Migrationswelle eben stattfindet, von der Westküste weg und von New England weg, also in dem so New Yorker, Boston-Bereich da oben, Philadelphia, runter nach Süden, nach Florida, in die Carolinas, nach Texas, teilweise auch noch Arizona. Und da gibt es halt ein Unternehmen, was da aktiv ist. Und die haben jetzt totalen Rückenwind. Die können sogar für Neuvermietungen fast 10% Aufschlag verlangen, während die gesamte Branche eher auf den Knien hockt. Und das finde ich super interessant. So eine Sondersituation findet man nicht aller Tage.
Und nach sowas halte ich jetzt vermehrt Ausschau, aber das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was ich Vergleichbares in einem halben Jahr nochmal wiederfinden werde, ne? Weil das findet man eher spontan und das ergibt sich dann von selber. Okay. Ja, Büroimmobilien, schwieriges Thema, ja, weil eben W.P. Carey hat jetzt erst seine Büroimmobilien abgestoßen, auch mit dem Hintergrund, dass es da immer viele Mietausfälle gibt und so. Könnte ich mir vorstellen, dass es eben so dran liegt, dass es halt auch oft Startups dann sind, die dann wieder so pleite gehen, die halt trotzdem irgendwie ein Büro brauchen. Da muss man dann halt schauen. Ist natürlich auf jeden Fall eine spekulative Sache dann, ja. Also da muss man sich schon die Unternehmen sehr genau anschauen, die dann da tätig sind, ja. Jetzt gibt's mal also auch so einzelne Aktien, wo du jetzt sagst, ja, die finde ich jetzt wirklich spannend. Das hat dann vielleicht auch weniger was mit dem Sektor zu tun, vielleicht eben auch eher mal mit dem Unternehmen an sich. So, welche Aktien findest du besonders interessant für 2024? Also mein Ziel ist ja generell outzuperformen mit meinen Picks im Schnitt und bisher ist es auch gut gelungen und das erfordert aber dann gewisse Anforderungen eben. Also die Bewertung muss attraktiv sein, es muss auch Potenzial vorhanden sein, so summa summarum und man muss halt so das Trüffelschwein in sich auch entdecken letztendlich. Man muss Spaß daran haben, ne, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Wenn wir jetzt über konkrete Namen sprechen, also wir hatten ja eben kurz Kohle angesprochen. Es gibt in den USA, also das ist der Markt, wo ich mich jetzt umsehen würde, drei oder vier Spieler, die mit Kokskohle zu tun haben. Also nochmal kurz zur Erinnerung, Kokskohle wird ja für die Stahlproduktion gebraucht. Und ob man da jetzt eine. Wie hießen die? Also es gibt einmal die Arch Resources, die finde ich super interessant, das ist mein Favorit. Dann gibt es noch die Alpha Metallurgical Resources, ist ein Ticken größer nochmal, macht aber mehr oder weniger dasselbe, nur über ein paar Projekte mehr verteilt. Und eine Warrior Met Coal gibt es auch noch, die allerdings jetzt erstmal ein großes Investment vor sich haben, aber danach auch großzügig ausschütten wollen. Ich denke, man wird mit keinem dieser Titel groß was falsch machen, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Ist für mich ein fester Bestandteil des Portfolios. Dann ein zweiter Name, den ich auch drin habe, ist die Petrobras. Ist für mich aktuell das lukrativste Ölunternehmen von den großen. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht die große Kursrendite bringen, aber 10 bis 15% Dividende hat man da jährlich dabei, plus die kaufen auch die Vorzugsaktien noch ein bisschen zurück in kleineren Mengen, was ja auch ganz interessant ist. Da habe ich in meiner Studie ausgearbeitet, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass die Regierung, die mag ja nicht, wenn Geld ins Ausland abfließt, das haben die, und das ist völlig egal, aus welcher Partei die kamen, haben die immer wieder kritisiert, dass die Ausländer sich quasi bereichern an Petrobras und indem man jetzt die Vorzugsaktien zurückkauft vom Markt, an denen der Staat aber kaum beteiligt ist, behält man von dem gesamten Dividendenkuchen mehr wieder im eigenen Land. Ja, und das denke ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Vorzugsaktie irgendwann komplett verschwindet, damit der Staat noch mehr von dem Einkommen hat. Und das ist nochmal so ein kleiner Bonus on top für die Vorzugsaktie, aber Hauptkriterium ist die Dividende, ganz klar aktuell. Und du hast ja eben W.P. Carey angesprochen, Daniel. Den Ball nehme ich sehr gerne auf, weil viele haben ja W.P. Carey auch im Depot, haben gedacht, das wäre ein tolles Dividendenunternehmen. Haben sie aber gar nicht angesehen, dass in den nächsten 3 Jahren extrem viele Schulden fällig werden. Und ich habe jetzt was ganz Verrücktes gemacht. Aber ich möchte betonen, weil ich weiß nicht genau, wann das Video erscheint. Es kann sein, dass zum Zeitpunkt der Publikation ich nicht mehr investiert bin und dass der ganze Case hinfällig ist. Deswegen jetzt nicht bitte blind einfach reinspringen. Aber ich Alles habe klar. tatsächlich diesen Spin-off gekauft. Die Net Lease Office Properties. Und zwar deswegen, ich habe mir das im Vorfeld mal angesehen. Ist klar, die haben das abgestoßen und denen da auch noch ein bisschen Schulden mitgegeben, sich selber einen ordentlichen Batzen Geld ausbezahlt und sich von den Portfolios getrennt von den Büroimmobilien. Die haben aber, du hast ja eben gesagt, kleine wackelige Mieter. Das ist bei denen gar nicht der Fall. Die haben viele große Namen in der Top-Liste. Also die sind auf jeden Fall erstmal nicht von der Zahlungsunfähigkeit bedroht. Die haben 100% ihrer Miete wurde gezahlt, auch 2020. Also da gab es auch keine Probleme. Klar, in den nächsten Jahren werden immer mal wieder neue Mieten fällig. Da gibt es keine Garantie dafür, dass Preiserhöhungen durchgesetzt werden können oder dass überhaupt das aktuelle Niveau aufrechterhalten werden kann. Aber für mich ist das so ein typischer Deep Value Play, eine Übertreibung.
Es ist das eingetroffen, was ich gehofft hatte, denn viele WP-Carry-Leute haben so einen kleinen Batzen von diesem N-Lob reinbekommen. Ich weiß nicht, 1 zu 15 oder so war ja das Verhältnis. Ne, für 15 WP-Carry-Aktien hast du, glaube ich, eine N-Lob bekommen. Und das heißt, mit der kleinen Portion konnten die wenigsten was anfangen. Und was machen alle dann? Die schmeißen das auf den Markt. Und der Kurs ist ja extrem eingebrochen. Ich glaube, bei 19 Euro oder bei 19 Dollar war der angesetzt für den Börsengang. Der ist auf 10 runtergefallen. Ich habe mir die dann bei um die 11 geschnappt. Die sind jetzt um die 40% im Plus. Und ich finde, dass die immer noch extrem günstig bewertet sind im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten. Ich habe nur so eine Überschlagsrechnung gemacht, weil es gab natürlich noch keinen richtigen Quartalsbericht und keine offizielle, richtige amtliche Publikation, sondern nur so Proforma-Geschichten. Aber wenn man nur grob rechnet, 800 Millionen Dollar ist für mich ungefähr der Net Asset Value, also nach Abzug schon dieser ganzen Schulden, die da noch aufgeladen wurden. Am Tiefpunkt war aber der Börsenwert bei 120 Millionen Dollar. Also selbst wenn die Büros um 50%, was ich erstmal für unrealistisch halte, wertberichtigt werden müssen, dann hast du immer noch den Faktor 4 dazwischen, oder sagen wir mal 3. Und das ist einfach viel zu günstig, auch gemessen am operativen Ergebnis, am FFO, den die da erzielen wollen, lag die Bewertung im Tief bei 2, was auch Das ist schon sehr niedrig, ein bisschen ja. mager ist. Also bei 5 und 6, da kann man dann schon sagen, ist vielleicht eine faire Bewertung da. Das wird ja natürlich keine wachsende Branche mehr sein, das ist auch klar. Aber typischer Deep Value Play, es wurde einmal groß ausgekehrt, ohne sich da groß Gedanken zu machen. Und das fahre ich jetzt erstmal mit. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass ich da demnächst auch schon wieder raus bin, wenn ja, das auch wieder so ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit kommt. Ich habe schon gesehen, auf Ja. Seeking Alpha sind die ersten zwei Analysen dazu erschienen. Und genau, wenn das dann die Runde macht, dann wird es Zeit, da auch wieder rauszugehen. Das ist nur so eine kleine Geschichte für zwischendurch. Ja, das klingt interessant. Vor allem die meisten Unternehmen sind ja so, ja, so aktuell so mit dem 1,5 bis 2-fachen des Net Asset Values bewertet. Dann ist das ja natürlich schon ganz interessant dann, ja. Also, Also bei ja. den, bei den Büros müsste man schon 0,5 oder 0,6 ansetzen und da ist ja schon eine Wertberichtigung eingepreist, aber irgendwie 0,15 bis 0,2, Ja, jetzt das sind kommt es 0,3 ja. knapp, das ist einfach zu wenig. Also Ja, das das ist kann schon so nicht sehr durchgehen. gering. Ja, genau. Aber es ist auch gut, dass du das mit den Schulden angesprochen hattest. Also, ich habe tatsächlich auch zwei Videos drüber gemacht. Ich habe tatsächlich noch kurz vorher auf die Gefahr hingewiesen, dass das so ihr einziges Manko zu dem Zeitpunkt war. Aber genau das hat jetzt wahrscheinlich dafür gesorgt, dass sie diesen Spin-off so, es wirkt halt alles so ein bisschen so übers Knie, gebrochen dann. Weil, ja, ich glaube, dass sie das eben nicht mehr so ganz hätten stemmen können. Und deswegen dann jetzt halt schnell das mal. Sehr unglücklich an der Geschichte war halt, dass sie irgendwie ein paar Tage vorher noch eine Dividendenerhöhung angekündigt haben. Das ist natürlich so kommunikationstechnisch eine absolute Katastrophe, dass du erst noch mal kurz deine Dividende anhebst und ein paar Tage später kommt dann halt das Ding, dass sie das abstoßen müssen. Ja, Also Realty also. Income hat das vor ein paar Jahren besser gemacht, auf jeden Fall, mit den Büros. Ja, und W.P. Carey war ja auch jetzt bis vor kurzem noch ein Dividendenaristokrat. Das war halt auch da, wo sich da viele dann halt so in Sicherheit gewegt haben. Also sie haben ja auch bis dahin wirklich immer gute Arbeit, auch kommunikativ geleistet, aber das war halt schon, ja, also ich kann verstehen, dass da die Enttäuschung so groß war. Also auch so in amerikanischen sozialen Medien, also so große Börsenblogger oder so, die auch so auf REITs und Dividendenaktien spezialisiert sind. Also die haben da echt Gift und Galle gespuckt teilweise, weil eben es wirkte, dass alles in Ordnung wäre. Und auf einmal, weil die Kürzung, die ist ja nicht mal umfangreich gewesen. Also selbst nach der Kürzung bist du ja, ich glaube, immer noch bei über 6% Dividendenrendite. Also es Ja, ist ja sieben, glaube trotzdem noch, oder ich. 7 sogar, ja. Also ich habe bei 6, ich habe es mal selber ausgerechnet, bei 6, das war der ganz konservative, der eigentlich schon Ja, gar ja. nicht machbar ist. Also sogar eher genau 6,5 bis 7%, also nach der Kürzung. Deswegen, also es ist ja immer noch eine sehr staatliche Dividendenrendite mit einem interessanten Portfolio, was sie haben. Aber da sieht man dann halt, ja, man sollte sich nicht immer nur von langen Historien oder so blenden lassen. Da wird es mit Sicherheit noch einige Überraschungen in den nächsten Jahren geben, genau.
Was sind denn so deine Flops für das nächste Jahr? Gibt es da auch was, wo du sagst, da wäre ich sehr vorsichtig in dem Bereich, vielleicht sogar der Tech-Bereich, weil er jetzt so stark gelaufen ist? Siehst du das als Blase an oder nur so einzelne Unternehmen? Was sind so für dich so die Flops nächstes Jahr? Also Tech muss man, wie gesagt, von zwei Seiten betrachten. Einmal die großen Werte und dann alles, was danach kommt. Bei den großen Werten erwarte ich eigentlich gar nichts Großes. Also die werden wahrscheinlich weder abstürzen noch werden die extrem durch die Decke gehen, weil die Bewertung hat ja doch irgendwo auch seine Grenzen. Ich denke, die werden schwanken, die werden irgendwo da wieder rauskommen, wo sie sind, ihre vielleicht 10% Rendite irgendwie machen im Schnitt, aber ich halte mich da raus, weil mir einfach die Bewertungen zu hoch sind und gefühlt ist da irgendwie jeder drin investiert, das brauche ich nicht. Bei den restlichen Tech-Werten, da muss man ganz selektiv gucken. Alles, was verschuldet und unprofitabel ist, kann man erstmal außen vor lassen. Also die großen Geschichten und Hoffnungen sind vorbei. Man kann selektiv sicher kleinere Tech-Werte finden, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingssektor. Also das hast du auch schon in den vergangenen Gesprächen gemerkt, da halte ich mich eher bedeckt. Ansonsten Flops, beziehungsweise wo ich mich raushalte, ganz klar Staatsanleihen. Also die sind für mich überhaupt nicht attraktiv. Vor allem, wenn man sich weiter vor Augen hält, dass die Verschuldung wächst, dass um sich geworfen wird mit dem Geld, die Haushalte völlig verantwortungslos geführt werden. Damit will ich nichts zu tun haben. Wenn du das auf den Privatbereich ummünzen würdest, du wärst lebensmüde, wenn du da investierst. Deswegen ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Und direkt daran gekoppelt, auch die Banken hatten wir eben schon mal kurz thematisiert. Das sind Blackboxes. Da blickt keiner richtig durch, was in den Bilanzen ist. Und vor allem, selbst wenn du eine zum jetzigen Zeitpunkt solide Bank rauspickst, du hast keine Garantie dafür, dass da nicht irgendwo ein Dominostein nebenher umkippt und die mitgerissen wird oder zumindest in Verdacht gerät, um was damit zu tun zu haben. Verdacht kann ja schon ausreichen, so eine Krise auszulösen. Deswegen auch da halte ich mich komplett fern von. Ein anderer Sektor, den wir noch gar nicht besprochen hatten, das sind Energieversorger. Die haben ja auch oftmals recht interessante Dividendenhistorien. Viele reiben sich auch schon die Hände, dass die Dividendenrenditen wieder recht attraktiv sind. Aber von denen halte ich mich auch fern. Da gibt es auch mehrere Gründe. Also einmal die Schuldensituation. Ich habe mal so eine Sektoranalyse gemacht und versucht, einen Titel zu finden, den ich vielleicht bei mir vorstellen könnte, aber ich habe nichts gefunden, weil die haben alle entweder Schulden oder das sind so ganz kleine lokale Buden, wo einfach die Marktkapitalisierung viel zu klein ist. Das macht keinen Sinn. Dann hast du auch noch immer das politische Risiko, wenn jetzt irgendwie die Strompreise durch die Decke gehen, dass da eingegriffen wird, irgendwelche Sonderabgaben, Sondersteuern. Das ist in Österreich bei der Verbund ja auch zum Beispiel passiert. Da will ich auch alles nichts mit zu tun haben und plus die Unternehmen sind alle kapitalintensiv, die müssen investieren, die hängen auch an dem regenerativen Sektor mit dran, den wir eben schon mal besprochen hatten. Alles so ein Mix, der für mich völlig unattraktiv ist und mehr Risiken als Chancen bietet. Dann viertens noch zyklischer Konsum und alles, wo gestreikt wird, habe ich das einfach mal genannt. Da will ich auch nichts mit zu tun haben. Also alles, was kapital- und arbeitsintensiv ist, weil da einfach die Kostentreiberei sehr hoch ist. Gleichzeitig kann man nur bedingt höhere Preise durchsetzen. Du bist auch ja, von anderen Parteien abhängig, also sowohl von den Gewerkschaften als auch aber teilweise von der Politik. Also die Post kann beispielsweise auch nicht einfach so das Porto erhöhen von alleine. Ich hab jetzt mal so Autos, Logistik, Airlines als Branchen rausgegriffen. Da sehe ich auch erstmal kein Upside-Potenzial. Ich wüsste nicht, wo das herkommen sollte. Und wenn, dann ist es einfach zu gering. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist da nicht attraktiv genug. Und fünftens, als letzter Sektor, von dem ich mich fernhalte, das sind energieintensive Geschäfte überwiegend. Das ist einmal die Chemie, auch wieder Airlines und Kreuzfahrten. Man könnte jetzt gegen mich argumentieren. Ich habe ja eben Gold- und Silberminen genannt. Da sind aber wiederum ein bisschen andere Faktoren mit dabei und man muss ganz stark auf die Produktionskosten schauen und viele Unternehmen schwenken auch so langsam rüber auf Wasserkraft und Elektrotraktoren, Elektrobagger. Das kann dann durchaus dann noch genutzt werden, um dem so ein bisschen zu entkommen, aber dass jetzt die Flugzeuge auf absehbare Zeit mit Elektroantrieb fliegen, das denke ich, können wir ausschließen.
Airlines ist generell ein Sektor, den man zu jeder Zeit meiden sollte. Nicht Ja. nur nächstes Jahr, sondern eigentlich immer. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Weißt du, wie du am schnellsten Millionär wirst? Sei Milliardär und kauf dir eine Airline, dann bist Auf du eine schnell Airline. Millionär. Ja, also das ist irgendwie ein Sektor, in dem wird irgendwie gefühlt nie Geld verdient werden. Ich meine, man muss sich nur mal unsere Lufthansa im 20, 25 Jahresverlauf anschauen. Also ein absolutes Trauerspiel. Und das ist ja eigentlich noch so unsere Vorzeige-Airline. Ja, wenn man da sich mal so andere anschaut, weil es ist jedes Jahr irgendwas. Eben entweder es wird gestreikt oder Kerosinpreise sind to the moon. Dann stürzt mal wieder eine Maschine ab, was natürlich super tragisch ist. Es ist jedes Jahr irgendwas dort, ja. Also das einzige Jahr, wo du da wirklich mit Geld verdienen konntest, war, ich weiß nicht, wann es war, 2018 oder so, als Air Berlin pleite gegangen ist und Lufthansa so die Filetstücke dann bekommen hat, ja. Also das sind so Sondersituationen. Aber bei Airlines, da gefühlt kannst du da nie Geld mit verdienen, ja. Also furchtbar, ja. Also es gibt kaum einen Sektor, den ich so verabscheue wie diesen, ja, weil du kannst da, also da gibt es doch echt keine Aktien, die, glaube ich, auf lange Sicht hingesehen, die ja eine gute Performance gebracht hat. Also ich wüsste keine Ich glaube, die zumindest, ja. Ryanair hat sich recht gut geschlagen, aber Aber ich ach, die glaube hat jetzt zuletzt dann auch nicht mehr, oder? nicht Also mehr. ich weiß, dass Ryanair mal so bei den großen Gewinnern mit dabei war, weil die halt auch vieles anders gemacht haben. Ja, Aber genau. Ryanair ist allein schon wegen dem CEO sollte man das Unternehmen nicht ins Depot machen. Also ich bin jetzt auch jemand, der nicht so, ja, wie soll man sagen? Also ich bin auch sehr schmerzfrei bei vielen Sachen, aber was der so in Interviews von sich gegeben hat und wie dort die Mitarbeiter und so behandelt werden, also ganz heftig, ja. Also der, ich weiß nicht, also der CEO von denen, der höchst fragwürdig und in so ein Management würde ich dann sowieso nicht investieren. Also da war ja schon alles im Gespräch, Stehplätze im Flugzeug, Münzeinwurf am Klo, also höchst fragwürdig, ja, also keine Ahnung, ja. Also ich will auch gar nicht sagen, was der mal in dem Interview gesagt hat. Das kann man so gar nicht. Ich habe es mal in einem Livestream erzählt. Also Ja, vor allem auch über die Deutschen, ja. Also was die machen, um ein paar Euro bei den Flugtickets zu sparen, ja. Naja, gibt es irgendwas, was du gerade also auf der Watchliste dann drauf hast, wo du jetzt sagst, ja, ist jetzt vielleicht aktuell noch ein bisschen hochgepriced, aber wenn es da mal so irgendwie ein bisschen Turbulenzen gibt oder einzelne Aktien oder ein Sektor, wo du sagst, ja, da gucke ich gerade so ein bisschen, wie die Entwicklung ist für nächstes Jahr, gibt es da so irgendwas, was du da ja so beobachtest aktuell? Also ich bin ja schon alleine durch meinen Blog gezwungen, auch immer die Augen und Ohren offen zu halten, um neue Ideen zu finden. Aber mal ganz konkret, ich habe ja eben schon mal über Goldminen gesprochen. Eine Silbermine habe ich schon gefunden und vorgestellt. Und mein Ziel für die nächsten Monate, ich sage jetzt mal fürs nächste halbe Jahr irgendwann, ist auch mal eine Goldmine noch zu finden. Aber jetzt nicht irgendwie hier diese Barrick Gold und Newmont, diese Allerweltsnamen, sondern schon ein Unternehmen, was ein Übernahmekandidat sein könnte, wo die Förderkosten extrem niedrig sind, also schon um die 1000 Dollar oder darunter, welches Weltklasse-Projekte hat, welches auch keine Schulden hat, also schon sehr ambitionierte Eckpfeiler auch mit dabei, wo die Bewertung auch noch passt, ist gar nicht so einfach. Also da möchte ich auf jeden Fall fündig werden. Dann, ich beobachte immer mal wieder die Philip Morris, weil das irgendwie der einzige Tabakkonzern ist, der noch von den anderen in Frage kommt, der tatsächlich organisches Wachstum auch hat. Aber die Bewertung ist mir einfach zu hoch und die müssen erstmal ihre Schulden aus der Swedish Match-Akquisition deutlich zurückfahren. Das haben die angekündigt, das ist Ziel, das wollen die machen, aber die müssen da auch erstmal liefern. Zu der aktuellen Bewertung ist das für mich fair und somit erstmal nicht interessant, weil das Upside fehlt. Und dritter Punkt, das sind wieder die Sondersituationen. Das möchte ich aber nicht so unkonkret lassen, sondern es wurde jetzt, also von heute aus gesehen, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern wurde verkündet, dass Glencore von der Teck Resources, einem kanadischen Kupfer-, Zink- und Kohleproduzenten, eben das Kohlegeschäft endlich übernehmen kann, mit ein paar Partnern zusammen. Und so analog zu der WP Carey und Enlop-Geschichte könnte ich mir vorstellen, dass, weil Glencore hat schon oftmals gesagt und gestern auch nochmal in der Pressemitteilung bestätigt, die wollen dann beide Geschäfte voneinander trennen. Also die, sage ich mal, Zukunftsmetalle, wie Kupfer, Zink und so weiter und Nickel wollen die in einer Gesellschaft haben und Kohle, sowohl thermische als auch die Kokskohle, wollen die abspalten.
Und ich könnte mir vorstellen, dass eben dieses Kohlegeschäft, wenn du dann wieder so Aktien ins Depot gebucht bekommst, dass viele Anleger diese Kohle wieder rausschmeißen, dass das dann wieder zu so einer Überreaktion kommt, und dass man die dann sehr günstig einsammeln kann, weil das hochprofitable Geschäfte sind, wo ganz wenig investiert wird. Ne, wieder so diese Tabakanalogie. Also das ist eine Situation, auf die ich mich schon sehr freue und die ich sehr engmaschig auf jeden Fall verfolgen werde. Also dann bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass du uns deine Einblicke für dieses und nächstes Jahr gegeben hast. Und bin mir sicher, wir sehen und hören uns mal bald wieder hier. Deswegen vielen Dank. Das letzte Wort geht wie immer an dich an der Stelle. Ja, danke nochmal für die Gelegenheit, Daniel, mich mit dir auszutauschen. Ich hoffe, euch Zuschauern hat der Podcast soweit gefallen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren dann schreiben, welche Themen euch ansonsten noch sehr interessieren würden. Genau. Und lasst dem Daniel auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Ganz genau, besser hätte man es nicht sagen können.